Das erste richtig gute Wunder ist geschehen, denn in Österreich wurde die Impfpflicht erstmal ausgesetzt für 3 Monate, dann wird neu beraten. Und ich freue mich so sehr darüber, weil ein jeder von euch hat da mitgewirkt mit seiner Manifestation der positiven Gedanken, mit seinen Wünschen, dass sich diese Situation ändern möge und es beginnt. Es beginnt, die Änderung beginnt und das Licht zeigt sich in seiner Stärke. Darüber erfährst du jetzt gleich mehr in meinem Video. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind vertreten in Deutschland, Österreich und der Schweiz und ich kann sagen, wir sind eines der größten Online-Portale im deutschsprachigen Raum für spirituelle Weiterbildung im Webinarbereich. Und wenn du gerne immer die neuesten Nachrichten und Botschaften aus der geistigen Welt erhalten möchtest, dann abonniere am besten gleich meinen Kanal und ich danke dir sehr dafür. Ja, und heute kommen wir zu diesem Wunder. Und ich muss euch sagen, oder ich darf euch sagen, ihr alle habt dieses Wunder bewirkt. Mit euren Gedanken, mit der Gedankenkraft, mit der Manifestation. Denn Österreich war ja das erste Land in der EU, welches jetzt diese E-Pflicht festgesetzt hatte. Und das haben die jetzt alles umgeworfen. Also man hat jetzt diese E-Pflicht für 3 Monate hinausgeschoben. Man will erst noch mal im Sommer prüfen. Und das ist natürlich eine sehr gute Nachricht, denn auch dadurch entfallen ja diese Geldbußen, diese Strafen, die auch noch ausgesetzt wurden, wenn man jetzt dieser Pflicht widersprechen würde. Die Begründung ist, dass einfach die Verläufe so leicht waren, besonders bei der Omi. Und ihr wisst genau, was ich meine. Ja, also weil die Verläufe so leicht ausgefallen sind, so wie auch bei uns, bei überall eigentlich, hat man tatsächlich mal überlegt, es ist ja kaum zu glauben, man hat überlegt und gesagt, das können wir doch nicht machen, denn für so einen leichten Verlauf braucht man kein I. Das, was wir schon die ganze Zeit gewusst haben und was wir auch manifestiert haben. Es ist so schön, es hat geklappt und das lässt natürlich jetzt auch uns eine ganz große Hoffnung aufsteigen, dass jetzt das natürlich Deutschland nachmacht. Weil sie haben es ja auch von Österreich nachgemacht. Also können sie jetzt das Gegenteil auch nachmachen und bei uns das, diese Pflicht nicht machen. Also sie wollen ja da Anfang April darüber beraten und diskutieren. Und ich denke, da wird sich dann bei uns auch eine wundervolle Wendung einrichten. Und das ist so schön, das ist so schön. Und es ist wirklich so. Und das ist jetzt tatsächlich der Beweis, dass Wunder geschehen können. Und diese Gedankenkraft, bitte, bitte nutzt sie weiter und nutzt sie jetzt auch ganz implizit für die aktuelle Kriegssituation. Denn mit Gedanken können wir viel erreichen. Auch da ist es möglich, eine Änderung hervorzurufen, ihr Lieben. Es ist einfach wichtig. Man muss nicht an Wunder glauben. Es sind ja viele Menschen, die das gar nicht verstehen können, was ein Wunder ist. Aber die Manifestation, die guten, positiven Gedanken, die richten so viel aus. Und wir hatten ja mal vor langer Zeit vereinbart, dass wir uns hier auf Smarana alle verbinden, jeden Tag, wenn man kann, um 10 Minuten vor 20 Uhr. Und dass wir in diesen 10 Minuten positive Energie auf die Erde senden, positive Energie überall dorthin, wo es nicht so richtig klappt, wo negative Energien sich aufbauen. Ja, jetzt haben wir das für die I-Sache gemacht. Und uns diese Wünsche, unsere großen Wünsche, dass das alles aufhört, dorthin geschickt. Jetzt hört es auf, jetzt beginnt langsam diese Änderung. Und so schicken wir jetzt bitte als nächstes in diese Kriegsgebiete unsere positiven Gedanken. Ich weiß, dass ihr es schon tut und ich habe ja auch schon viele Videos. Ich mache mal oben noch was rein, dass ihr seht, mit
tiefen Meditationen des Friedens gemacht. Und all das hilft unserer Welt voranzukommen. Und das ist auch ein Beweis, dass das Licht doch stärker ist, ja, dass das Licht, die positiven Gedanken, dass die stärker sind. Und das ist das, was gerade jetzt geschieht. Und es geschieht Schritt für Schritt. Und ich danke euch allen für eure Mithilfe, denn jeder ist daran beteiligt. Und jeder positive, friedliche Gedanke unterstützt das Licht. Und jetzt werden wir auch gleich zusammen nochmal so eine Meditation machen, wo wir ganz intensiv in die Manifestation hineingehen und die neue Erde kreieren mit unseren Gedanken, so wie sie sein soll. Frieden, zufriedene Menschen, glückliche Menschen, gesunde Menschen, Menschen in Fülle, einfach ein herrliches Leben, so wie es dann in 5D sein soll. Das werden wir jetzt zusammen tun. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Denn es ist auch noch ganz wichtig, um überhaupt in dieses 5D reinzukommen, dass wir dieses galaktische, dieses Verständnis für die Weite des Universums, ja, dass wir das haben, dieses galaktische Bewusstsein. Und dieses galaktische Bewusstsein, das konnten ja schon unsere Kanalmitglieder im neuesten Webinar genießen, in der Ausbildung zum Boten der Außerirdischen, sage ich jetzt mal, zum galaktischen Boten. Und auch, also diese Ausdehnung des Bewusstseins auf die Grenzenlosigkeit. Und das ist jetzt so ein Beweis mit diesem Wunder, dass es also möglich ist. Und auch in der Plejadenschule wird unser Bewusstsein an das galaktische Bewusstsein angeschlossen, angepasst und es wird damit verschmelzen. Und genau das ist es, was uns dann für die Zukunft noch viel mehr unterstützen wird. Denn wir wollen ja alle in die höheren Dimensionen und das ist möglich. Das ist möglich mit unserer eigenen Gedankenkraft. Und deswegen sind wir inkarniert, deswegen sind wir hier und ich freue mich so, dass das jetzt geklappt hat und ich denke auch, dass es für Deutschland klappen wird. Wir machen einfach weiter mit unseren guten Manifestationen und dann wird alles gut werden. So, und jetzt lade ich euch ein zu dieser Meditation, um noch einmal unsere wunderschöne neue Erde zu gestalten und zu erschaffen. Und ich wünsche dir ganz viel Kraft und Freude dabei. Geliebte Menschenfamilie, wir sind heute hierher gekommen, um zusammen für das Gute, für den Frieden, die neue Erde zu manifestieren. Die ersten Wunder aus unseren positiven Gedanken zeigen sich. Und mit dem ersten Wunder wird der Weg bereitet für weitere Wunder. Deswegen ist es so schön, dass du heute bei uns bist und dass wir zusammen die neue Erde kreieren. Und so gehe nun mit deiner Absicht in dein Herz hinein und spüre dort die Kraft deiner Seele. Spüre dort die Kraft der Wunder, denn ein jeder von uns, von allen Menschen, trägt diese Kraft in sich. Und so nimm nun einen tiefen Atemzug dieser Kraft aus deinem Herzen, aus deiner Seele und spüre, wie dich diese Kraft aufbaut, wie sie dich trägt und führt. Und nun richte deine Gedanken auf die neue Erde, so wie sie in der fünften Dimension sein soll. Stell dir genau vor,
wie es dir geht, wie es deinen Liebsten, deiner Familie, deinen Freunden geht. Stell dir vor, wie es in deiner Stadt, in deinem Dorf, wie es da den Menschen geht. Stell dir vor, wie es in deinem Land den Menschen geht. Und dann stell dir vor, wie es allen Menschen auf der Erde gehen darf, wie sie in dieser vollkommenen Fülle des Universums ihre Grenzenlosigkeit erleben dürfen, wie sie gesund sind, Freude haben, Leichtigkeit empfinden und großes Vertrauen zu der Liebe Gottes tragen. Ich gebe dir nun ein wenig Zeit, damit du deine eigenen Bilder und Visionen in dieses Feld der Manifestation hineinsenden kannst. Und so haben wir zusammen manifestiert. Wir haben die Kraft der Wunder verstärkt. Und das Licht darf sich weiter ausdehnen. Dank dir. Dank dir, lieber Lichtarbeiter, lieber Mensch, der du heute hier warst. Dank an euch alle. Und so legt nun den Mantel von Smarana um eure Schultern, um geschützt und sicher durch die kommende Zeit hindurchzugehen und um in der Kraft der Wunder für das Große und Ganze zu wirken. Und dann komme in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder, in das Hier und Jetzt zurück. Öffne deine Augen und lächle, lächle dich an, schenke dir ein inneres Lächeln dafür, dass so wunderschöne Dinge geschehen dürfen. Bewege Hände und Füße und sei wieder ganz hier. Habt alle ganz viel Dank, dass wir zusammen wirken können und so viel Kraft aus diesem Wirken entsteht. Und über die Freude jetzt, dass so etwas Großes in Bewegung gekommen ist, entsteht nochmal mehr Kraft. Und das ist das Schöne. Und so wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Und wenn euch meine Botschaften gefallen und ihr gerne immer die neuesten Botschaften hören möchtet, dann darfst du mich gerne jetzt abonnieren. Klick einfach hier auf die Kugel und ich sage schon mal Danke dafür. Alles, alles Liebe.